Im Rahmen der Abschlussveranstaltung des 6. Kindermalprojekts Kinderkunst und Katzen wurde der kleine Bischof zugunsten des Kinderschutzzentrums versteigert. Am 28.10.2013 erfolgte die Übergabe eines Echtheitszertifikats durch Bürgermeister Manfred Sauer. Initiiert wurde das Projekt von der Künstlerin und Goldschmiedin Dagmar Schnecke-Bendt, die in Handarbeit einen silbernen Schlüsselanhänger für die Abschlussveranstaltung hergestellt hat. Das Schmuckstück zeigt eine von Bürgermeister Manfred Sauer entwickelte Karikatur, nämlich den kleinen Bischof. Bevor die Übergabe des Echtheitszertifikats an Charlotte Wallmeier erfolgte, erläuterte Bürgermeister Manfred Sauer einige Kunstwerke in seinem Büro. Für den Zoo, aber wirklich habe ich also hier so ein ganz dickes Tier zu Hause. Und jeder, der hier reinkommt, denkt, ach, das ist irgendeine besondere Schrift oder so. Die meisten lasse ich in dem Glauben. Aber ich wollte dir das doch mal zeigen. Ich muss es nur mal irgendwo wieder befestigen und das darf nur die Künstlerin tun, was sie manchmal auch sagt. So, also du hast das ja ersteigert, diesen wunderschönen Schlüsselanhänger. Und wie wollen wir denn jetzt einfach mal hier ein Foto machen? Ich übergebe. Jetzt kriegst du offiziell auch noch dieses schöne Echtheitszertifikat. Damit ist gesichert mit meiner Unterschrift und natürlich der Unterschrift der Künstlerin, Frau Schnecke-Bendt, dass du das wirklich als Original hast. Und das ist auch einmalig. Nochmal herzlichen Glückwunsch dazu, zu der Versteigerung. Und wir sehen uns dann bei den nächsten Versteigerungen.